Auf ein neues, zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwarz. Wir haben ja im letzten Part eine Route abgeklappert, auch die Turniere, sag ich schon, Stadien, aber da war nichts los. Und wir haben hier ein bisschen gegen N gefightet und jetzt geht's in die Arena, meine Freunde. Genau, hier war das ja noch mit dem Kram, oh nein. Oh nein, ich habe nicht mit Guido gesprochen, nein. Guido. Guido, der Arme. Der Arme. Ah, ich bin gespannt. Ja, auch, ich habe auch nur Angst. was? Scheiße. Arangster. Ibolga. Nee. Sag das nicht. Mal gucken, zu was Naturkraft hier wird. Vielleicht irgendwie zu Steinhagel oder Erdbeben oder. Triplette. Ja, gut. Ja, genau. Triplette gut. Triplette super. Für wen? Bei wem? Von wem? Kapaloris. Ja, gut, du hast leider keinen Step, aber Triplette ist cool. Das kann einfrieren, verbrennen oder paralysieren. Paralysieren. Wie viel Stärke hat das? Weiß ich nicht. Wird durch Naturkraft eingesetzt, deswegen kann ich es nicht sagen. Na, na. Aber ach so. Ich dachte gerade, er lernt das. Nein. Alter, das ist so eine richtige coole Arena hier mit. Wie heißt denn das? Und ich wollte gerade Achterbahn sagen. Funkensprung. Wie nennt man das? Das ist ja keine Achterbahn. Magnetbahn. Bist du schon mal mit so einem Ding gefahren? Nein. Will ich auch nicht. Warum nicht? Hat er ja Angst? Ja. Als ob. Also wollte ich erzählen, dass du vor so Dingen Angst hast. Ich meine, du bist bestimmt nicht, einer, der Marzipan mag. Sag nicht, du bist so ein Mensch, der Marzipan mag. Doch. Als ob. Ja. Das habe ich nicht von dir erwartet. Ich dachte, du hast schon mal gesagt, schon öfters. Ja, aber Marzipan verdränge ich halt, weil das ist so eine Sache, die braucht kein Mensch. Ja, ich kaufe morgen Marzipan von deinem Geld. Ja, genau. Ich werde dir das so passend geben, dass es genau für das ausreicht, was du kaufen sollst. Du das ausrechnen kannst. Hä? Rewe Online? Nee. Rewe-Rechner gibt's alles? Nein. Allein Edeka hat einen BMI-Rechner, also was erwartest du? Ja, ich weiß leider. Leider voll. Wir wollen nämlich morgen das nächste Kochvideo aufnehmen. Für euch müsste es sogar wahrscheinlich schon online sein. Ja, es müsste eigentlich schon online sein. Wie fandet das denn? Wir wissen nicht mehr, was wir kochen, aber wie fandet das denn? Du bist auch ein Stümpel. Du und deinem Stümpel, Alter. Ich geb dir gleich einen Stümpel. Willst du mir wirklich einen geben? Ja. Oh. 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 Du bist ein Stümpi. Alter, was ist das denn überhaupt? Ja, ich weiß es nicht. Es ist eine Kreatur. Das zu sagen. Ja, ich hab das kreiert. Kreiert. Ach, auf jetzt. Wo bist du überhaupt? Ich hab jetzt Elisheba tot. Warum bist du schon weiter als ich? Stopp. Warum bist du langsamer als ich? Weil du nicht auf mich wartest. Du bist doch eh weiter als ich. Bin ich nicht. Ich hab die erste Tussi besiegt. Ich hab den zweiten Tussi besiegt. Ja, deswegen wartest du jetzt mal. Nein. Aber du musst warten. Am Arena-Leiter sterbe ich eh, also nein. Nee, stirbst du nicht. Die sind 5 Level unter deinem. Ja und? Aber die haben Elektro. Ja, aber dann ist Elektro auch 0. Elektro, ja. Und zum Beispiel bei Lombrero wird dann an den Emolgas von den Flugattacken sterben. Jetzt warte einfach mal ein bisschen auf den Onkel Florian. Onkel Florian. Ach, warum kann er denn mal Elektroladung? Ich hab Angst vor dem Onkel, da warte ich nicht drauf. Jetzt warte doch mal. Dann kommt gleich wirklich der böse Hunger. Was? Der böse Unge? Den weiß ich nicht, ob der böse ist. Ich hab wirklich nicht verstanden, was du gesagt hast. Der andere böse Junge, hab ich gesagt. Ich hab der böse Unge verstanden. Was bist du für ein Jan? Weiß ich nicht. Bitte warte. Jetzt aber bei Camilla. Jetzt, das kann nicht sein. Doch? Nee, das sind nicht nur 2 Trainer. Doch? Quatsch mit Soße. Steht hier.
Jetzt kriegt sie auf den Kopf. Badaba, badaba. Haben die Trainer rausgenommen? Bin ich blöd? Ja, du bist blöd. Wann kommst du endlich mal an? Bin im Looping, hallo. Hey, das waren doch nicht nur zwei Trainer. Jetzt hast du wohl was übersehen. Waren es wirklich nur zwei Trainer? Ja. Oh, du bist so blöd manchmal. Fährst du jetzt weg oder wie? Nein. Ich kann nicht russischen Akzent. Manchmal dreht sich alles von der Hase und das wacht schon im Kopf. Gleich werden wir sehen, wie du dich so schlägst. Debritz. Molke. Der kann jetzt aber hoffentlich keine. Oh, Flug wäre aber belastend. Ja, Molke mit Sicherheit. Kann das bestimmt. Mal gucken. Aller Init singt. Aller Debritz ist tot. Hui. Wer scheißt sich hier vorher ein? Ja, aber ich habe ja Angst vor den Emolgas. Oh nein, hat jetzt drei Emolgas, bitte nicht. Clubstrahl. Jo, Alter, wie viel ist das? Ein Aeroass. Lombrero tot. Hä, Kapaloris? Meine ich doch. Nein, da sitzt ein Zebritz ein. Ja, genau, Blitzfänger. Spezialangriff steigt. Deine Mutter. Das ist natürlich gut. Oh, da kann ja auch Nitro-Ladung. Ach, leck mich doch. Lehmbrühe. Natürlich tötet das mich. Init steigt. Boah. Lehmbrühe. Ich habe zwei, also eine Molga jetzt auch tot. Tja, wieso habe ich dann doch wohl mehr Probleme? Oh, der hat eine WhatsApp. Voltwechsel, ey. Warum machen mich alle Arena-Leiter nach? Was soll das? Wie viele Emolgas hat der denn? Was? Gigasauger! Au! Scheiße, Flo. Aua, ja, genau. Was ist los? Jetzt habe ich ein Problem. Bei mir sieht es nicht besser aus. Warum hat der denn Gigasauger? Was soll denn das? Anziehung, los! Ja, die können alle Volt wechseln, ey. Och, jetzt setzt der Donnerwelle ein, Alter. Ja, natürlich, jetzt WhatsApp, genau. Warum trifft er denn? Das ist doch... Florida verarscht mich. Okay. Im Anziehung, dem interessiert es nicht mal. Aua, Voltwechsel, hör auf, nicht so wehtun, bitte nicht so wehtun. Natürlich tötet das mich. Ja, gut, dass ich Beleber gekauft habe. Wer kann denn was gegen euch machen? Bring eine Anspannung. Kriegst keine Bären mehr runter. Okay. Natürlich Kehrtwende, ja. Ich muss eigentlich mal gucken, wie die Werte von der Zumeril jetzt sind. So die Angriff-Spezialangriffswerte. Der ist doch schnell als ich, was soll ich denn machen? Ja, Angriff und Spezialangriff ist normal fast gleich. Uff. Gigasauger tut weh. Was mache ich denn gegen den? Ich habe keine Ahnung. Alter, ich... Nein. Noch ein Emolga vor mir. Nee, ich habe keine Chance. Wow. Warum können die denn noch Feuer? Ja, die können Feuer. Stimmt, das Debritz kann, glaube ich, Nitro-Ladung, ne? Ja, stimmt, hat, glaube ich, auch mal Probleme mit. Das ist unfair. Toll. Noch ein Emolga vor mir.
Wow, zweimal Folge hier, Loser. So, du hast jetzt bestimmt keinen Gigasauger, oder? Dann werde ich mich ein bisschen wütend. Ach, hör auf mit Funkensprung auch noch. Also ich bin paralysiert. Du mich auch. Das ist eine Schuhgebäre. Hey, warum hat die halt keinen Trank eingesetzt? Warum nicht? Wo die mehrmals im roten Bereich waren. Ja, genau. Ja, ich hab's jetzt geschafft. Aua. Drück jetzt einfach mal weg. Und guck dir an zu. Wenn es nicht so langweilig ist. Der Blitzorden sieht schon nice aus. Der Voltorden, besser gesagt. Level 35. Voltwechsel, Voltwechsel. Red nicht so viel. Warum bin ich denn paralysiert? Das ist so. Irgendwann mit Route 5 hat die gelabert. Ja, da geht's ja auch weiter. Das ist ja noch gar kein Tod. Ja, waren viele halbtot, einer verbrannt. Ach komm. Ja, warte, bevor ich sage, ich mach das weg, damit es bei mir nicht so langweilig ist, das ist ja dein Part. Achso, ich habe. Hä, wen habe ich denn noch? Hä, warum hat ihr den. Achso, wegen Voltwechsel. Wow. Das ist natürlich richtiger. Richtig gut. Ich weiß ja nicht mal, mit wem ich anfangen soll. Ich kann ja mein Team zur Verfügung stellen. Och, hör auf mal so Schwachsinn zu labern. Sowas machen wir nicht. Im Notfall nehmen vielleicht Castellit ins Team. Warte mal, ich kann doch auch den nehmen, oder? Damit habe ich auch nichts gegen Elektro. Hat sich dein 1-4 jetzt eigentlich entwickelt schon? Ich habe gedacht, es gibt mehr Trainer. Ach, ich dachte, man kann da wieder zurück. Dann gib ihm doch das Sonderbonbon. Könnte man machen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Ja, darfst du. Ich hab da so viel. Na gut, wir versuchen es mal. Schaden kannst du auf jeden Fall nicht. Oh nein. Hat sich nicht entwickelt? Nein, Quatsch, aber ich habe gerade geguckt, wenn es stirbt, dann verliert man ja Zuneigung. Aber es entwickelt sich. Köli. Oh Gott, Köti. Köti. Köli. Nicht Köti. Ihr seid es ja noch mehr wünscht als. Du Arschloch. Gut, das ist Köti. Nein, du bist ein Arsch. Na, das hast du gesagt, ich ist Köti. Ich hab Köli, hab ich gesagt. Nee. Ich hab Köli gesagt. Nein. Jetzt versuch hier nicht. Jetzt hat man in der Aufnahme gehört, wie ich es gesagt habe. Aber jetzt fahrt das die. Ach Mann, das ist doch blöd. Nur weil ich es jetzt entwickelt habe, fehlen dir nochmal KP. Was soll das? Wow. Naja, also immer ich nochmal. Stehen geblieben, ich will mitfahren. Hä? Hey, das kann. Das, hä? Was gibt's denn nochmal für physische Wasserattacken? Kalkklinge. Noch was? Ja. Ja, was denn? Wasserdüse. Kass gibt's nicht. Wasser. Aber genauer weiß ich es auch nicht. Ich möchte irgendwelche physischen Wasserattacken haben, so. Warum muss ich denn die Schiene mal umstellen? Wer ist denn bei dir physisch? Ja, physisch. Ach so, wer physisch ist. Was hast du denn verstanden? Was denn für ein physisch? Wow. Membrana ist auf jeden Fall physisch. Ein Tohaido wäre übrigens das dritte physische gewesen, deswegen sind es jetzt nur noch zwei. Membrana und. Oh. Namen. Azumarill.
Oh Gott, das tut weh. Eure, was tut weh. Genau, Statik. Warum immer Statik? Hey, bist du schon da? Nee, weißt du? Mal auch zugucken. Ja, dreht mal ein bisschen, du hast ja nichts zu tun. 46 Wasserattacken. 46 Wasserattacken? Ja, Attacken-Attacken oder sind das nur... Wasserattacken, das heißt, ach, werden alle komm. Da. Waldwechsel ist Arschtaktik. Aqua. Ich frage, was setzt er jetzt ein? Nochmal Waldwechsel, na klar. Krabhammer ist noch physisch. Kiemenbiss, die kennen die alle gar nicht. Ja, Volltreffer, du mich auch. Nassschweif. Ach, warum überlebst du das nicht? Ob ich physische Wasserattacken nicht kaufen kann. Tja. Lernen die noch irgendwas? Nassschweif auf 21, willst du mich verarschen? Nein, er überlebt ja. Ja, natürlich ist er schneller als ich. Gibt es hier irgendwie einen Attackenverlerner, Erinnerer meine ich? Sollte es geben. Ich will Kacke, siehst du, hätte ich mich gleich entwickelt dazu, Meryl. Dann hätte es Nassschweif gelernt. Dass es überlebt ist. Wollte ich, ja. Genau, und ach, weil das sogar ein Crit war. Das ist unfair. Anaero City, wo ist denn das? Flughafenstadt. Das ist die Flugstadt. Als nächstes kommt die Bodenstadt, da kommt die Flugstadt. Ja, und da gibt's einen Attackenerinnerer. Mhm. Und auch deine Mutter. Oh. Das ist unfair. Was hat der denn mit seinen Volltreffern? Er hat nicht Nitro. Nee, Nitro lang hat keine erhöhte Volltrefferquote. Vielleicht hat er irgendwie ein Item. Großlinse oder so. Nein, ich habe ihn eben die Schuko-Beere weggenommen. Der hat einfach nur Glück. Ja, aber zweimal hintereinander. Siehst du jetzt eine Kastellit mit der Fähigkeit, dass es keine Volltreffer zulässt? Das würde eh nicht so viel Schaden bei dem machen, das wäre egal. Ja, und das und dazu Volltreffer auch nicht. Wenn du dich jetzt heilst, dann bin ich böse. Warum hast du dich denn jetzt nicht geheilt? Hey, wann denn? Ja, jetzt? Ach so. Oh, okay. Also erstmal schauen und dann was sagen, bitte. Ja, bei mir hast du dich da noch nicht geheilt. Was hab ich denn gemacht? Das dauert, ist bei mir verzögert. Ja, deswegen sollst du ja abwarten. Ach komm. Hallo. Ja, bei mir hat er sich noch nie geheilt. Ich weiß nicht, ob der sich heilt. Hätte er eigentlich mehrmals machen können guck müssen. Guck mal, Zebritz eine Fähigkeit hat, dass der sich... Hat er eine Statik? Eigentlich ja. Boah, hör doch mal auf jetzt mit der Nitro-Ladung. Ey. Was soll denn das? Ja, danke schön. Bitte töte ihn jetzt. Bitte, das muss reichen. Ah. Das reicht nicht. Nein. Ja, jetzt setzt ein Supertrank ein. Willst du mich verarschen?
Gut, dass Käfer bis ein paar AP hat. Fähigkeiten von Zebritz sind Blitzfänger, Staatshilfe und Vegetarier. Okay. Alter, ich habe keine gute Käferattacke. Käferbiss. Zebritz ist auch geil irgendwie. Ja, ich würde ja Elektro reinnehmen. Alter, ich kürze immer voll viele Sachen so ab. Wollte ich Elektro reinnehmen? Kann mich auch mal ein Elektro hätte ich auch gern genommen, aber Wasser bald, ist auch. Kann mich bald nicht mehr gegen heilen, ey. Jetzt siehst du auch, dass du sehen kannst, welches Level meine Pokémon haben. Auch die ich nicht habe. Also, gerade nicht kämpfen sind. Krass. Weißt du, was die mal einführen müssten? Eine Pokémon-Attacke, die auch vorher angreift, bevor man sich überhaupt heilen kann. Ja. Das wäre krass. Ja, für dich gut. Aber für die anderen auch gut. Ja, ich hab gesagt, es wäre krass. Ja, für dich kann es dann auch scheiße sein. Ja. Los, Flori, du schaffst das. Mein Gott, ich hab ein kleines Wattzapf, das kann ja nicht viel machen. Er hat auch ein kleines Wattzapf, das ist schon tot. Ja, der hat aber ein großes Zebra. So, jetzt stirb einfach mal. Wie bitte? Willst du mich verarschen? Was soll das? Wow. Das macht dir viel Schaden. Sei nicht so fies jetzt. Ja, sorry. Alter, was war denn jetzt los? Ein bisschen trainieren gehen und da das Pokémon rein. Was war denn jetzt los? Dein Mikro war so grumm. Nee, weiß nicht. Jetzt schon wieder. Hä? Also nur so eine kurze Millisekunde. Okay. Oder ist das keine Ahnung. Oder ist das dein Leder, wo du drauf rumrutscht und das so grumm macht? Mein Stuhl könnte Geräusche machen, du hast es eigentlich nicht. Tja, dann hörst du wohl nicht das, was ich höre. Mein Gott, der Part hätte so schön enden können. Beziehungsweise... Ja, mit einem Teammitglied und einem Kampf, ne? Aber da, irgendwer braucht ja so lange. Das ist auch der Richtige. Du hast es schon das zweite Mal. Bei der Käferarena war es ja noch okay, aber das dauert jetzt auch schon ziemlich lange. Dann sage ich dir schon mal, schneid da bitte einen 2-Minuten-Part draus. Dankeschön. Ja, genau. Ich will ja nicht sagen, was du bei Aloe fabriziert hast. Ja, und da habe ich sogar gut geschnitten. Ja, genau. Ja, was denn? Besser ging's nicht. Ach Quatsch, andere. Weißt du, was die ganzen Leute mal mit den Stream-Zusammenfassungen und sonst was auf 10 Minuten runterbrechen? Ja, aber es. Auch was anderes. Ja, da gibt es auch viele wichtige Sachen. Und die sagen dann, nee, das lasse ich weg und dann wirklich nur das Wichtige. Das machen die ja meistens ja nicht wirklich was Wichtiges, sondern... Oh, das hast du jetzt gerade gesagt. Hä? Da fühlen die sich jetzt persönlich angegriffen. Ja, sollen sie doch. Die meistens geht es doch... Aber entweder geht es nur um richtig funny Moments. Oh nein. Was das aber nicht ist, das Let's Play. Das ist ein Let's Play. Oder es geht halt so ein Stream-Ausschnitt, wo die einfach über ein bestimmtes Thema reden, das mal hochladen oder so. Ich bin so blöd. Ist denn? Ja, ich hab's. Ich verliere jetzt. Komm. Ich wollte gerade sagen, ein anderes Vieh ist ja vorher nicht so gut. Ja gut, das ist super effektiv. Nee, ich habe gedacht, ich verliere, weil
Ich habe eben Elektro eingesetzt, habe gedacht, okay, dann reicht es vielleicht nicht, aber er hat ja Blitzfänger und dann erhöht er seinen Spezialangriff. Ich habe gedacht, dann reicht es nicht, dass er mich two-hittet mit, aber egal. Er hat geschafft, war zwar nur relativ knapp, aber es... Wahnsinn, ich bin hier weg. Oh, du bist ein toller Trainer. Ah. Zack. Ah, das ist der Voltorden. Ah, ich gebe mir doch meine Lieblingsattacke. Das ist Voltwechsel. Rülps. Weiß ich, wenn ich jetzt ein Stil nehmen soll. Wollen wir es jetzt schon zeigen? Ja, das gehört ja jetzt dazu. Ja, aber wir kämpfen ja erst noch. Ja und? Ja, mir ist es egal. Ja, das Ding muss ich aber trotzdem auch noch trainieren, das ist halt blöd. Entscheid du einfach. Ne, das zeigen wir jetzt nicht. Okay. Alter, das hat sich schon wieder viel zu sehr gezogen für meinen Geschmack. Naja, wir hoffen euch trotzdem. Wir hoffen euch trotzdem. Wir hoffen trotzdem, euch hat es gefallen hat. Und dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.